An dieser Stelle stand bis Anfang der 90er Jahre die Werner-Seelenbinder-Halle. Hier spielten am 7. März 1988 Depeche Mode ihr erstes und einziges Gastspiel in der Deutschen Demokratischen Republik. Karten bekamen nur verdiente Mitglieder der Freien Deutschen Jugend. Ich war dabei, ohne ein solcher gewesen zu sein. Wir befinden uns auf dem Sportgelände des TSC Berlin, wo wir einst zur Elite des olympischen Sports der Deutschen Demokratischen Republik ausgebildet wurden. Wir haben Bananen gefressen und Trumpfschokolade. Hier, über diesen dreckigen Zaun, versuchten wir zum Gelände der Werner-Seelenbinder-Halle zu kommen. Unsere Mission, die Depeche Mode in Ost-Berlin. Und sie gelang. Nach 25 Jahren bin ich nun an den Ort zurückgekehrt, wo unser Abenteuer Depeche Mode in Ost-Berlin vorerst endete. Rechts befindet sich die Hinterseite der früheren Werner-Seelenbinder-Halle, links der Bahndamm der S-Bahn. Aus den Büschen hinter uns kamen zwei freundliche Genossen der Volkspolizei und stoppten uns. 60 weitere, zum Teil hysterische Depeche Mode-Fans, wurden an dieser Stelle aufgegriffen. Nicht alle Genossen waren schlecht zu dieser Zeit. Aufgrund unseres tadellosen Benehmens ließ man uns in die Halle. Und wir schauten das Konzert von Depeche Mode am 3. März 1988 in Ost-Berlin. Also es war wirklich unglaublich lebendig da drin. Es war eine hysterische Stimmung da drin, obwohl ja zum großen Teil nur verdiente FDJler dort waren. Es klang unglaublich gut, obwohl sie ja auf dem Equipment der Pudis gespielt haben. Also Alan Wilder ist ja an diesem Abend, als wir da reinkamen, vielleicht haben das einige Leute gesehen, dass Alan Wilder teilweise von der Bühne weg war. Sie hatten ja schon angefangen zu spielen. Aber der lief doch ziemlich betreten hinter der Halle umher, weil er ein Problem hatte mit dem elektronischen Teil. Und ich hatte zu der Zeit ja PA-Unterricht im Reichsbahn-Ausbesserungswerk, also im Reichsbahn-Ausbesserungswerk in Oberschöneweide, und konnte deshalb so eine Dinger reparieren. In Ostmanier, ganz klar improvisiert. Und so habe ich dann mit einem Lötkolben Alan Wilder helfen können, dass das dann letztendlich noch ein erfolgreiches, volltönendes Konzert wurde.